Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Woran denkt ihr, wenn ich euch jetzt die Mumie im Wald sage, diesen Titel nenne? Woran denkt ihr? Schreibt das mal gerne unten in die Kommentare rein, denn ich persönlich verbinde diesen Titel, diesen Fall aus Detektiv Conan wirklich mit einem wunderbaren Erlebnis meiner Kindheit, das mich mehrere Nächte lang auch beeinflusst hat, beziehungsweise mich häufig auch mal schreckhaft hat wach werden lassen damals. Das verbinde ich mit diesem Fall, aber halt auch einen der legendärsten Detektiv Conan-Fälle, einen wirklichen Fan-Favorite unter den Detektiv Conan-Fällen. Und daher wollte ich eben mal ein einzelnes Video diesem Fall widmen, denn dieser Fall ist für mich wirklich äußerst besonders, beziehungsweise ist einfach ein absoluter legendärer Fall, ein Favorite-Fall von mir overall. Und das, obwohl das ja auch einer der ersten Fälle ist, hat es sich trotzdem so in meinem Kopf eingebrannt, dieser Fall. Und ich liebe diesen Fall bis heute noch so sehr, dass ich ihm, wie gesagt, heute mal ein einfaches Video widmen will und mal versuchen will herauszustellen, warum dieser Fall so besonders ist, warum dieser Fall so legendär ist und warum so viele Leute diesen Fall so sehr lieben. Denn ich habe mir ihn letztens nochmal angeschaut und wenn man sich die Folge bzw. den Fall nochmal durchliest, merkt man, okay, die Handlung an sich bzw. der Aufbau des Falles ist jetzt nicht irgendwie etwas Besonderes, was unbedingt heraussticht aus Detektiv Conan. Denn es ist mal wieder so, Conan und Ran und in diesem Fall auch Sonoko sind halt mal wieder mit einer Gruppe unterwegs bzw. sind mal wieder mit einer Gruppe zusammen an einem Ort. Diese Gruppe kennt sich schon was länger. In dieser Gruppe ist vor einigen Jahren bzw. ich glaube in diesem Fall von vor 2 Jahren jemand verstorben aus dieser Gruppe, wodurch es dann wieder zu Spannungen kommt, wenn das Thema eben angesprochen wird. Dann kommt es wieder dazu, dass natürlich einer der Gruppe eben der Mörder ist und jemand anderen aus der Gruppe umbringt. Und am Ende wird der Fall eben dann von Conan gelöst. Also rein von dem Schema her ist das eigentlich ein ganz typisches Detektiv-Conan-Schema für auch viele andere Fälle auch gewesen. Aber der Fall Die Mumie im Wald sticht einfach aus dieser Masse heraus. Und das Ganze liegt eben halt nicht an dem Aufbau des Falles, sondern eher an den Elementen, die in diesem Fall stattfinden, die diesen Fall so besonders machen. Ja, eines der wohl, sag ich mal, wichtigsten Elemente dieses Falles ist einfach auch der Aspekt, der dem Fall den Namen gibt. Und zwar, wir wissen ja, der Fall heißt Die Mumie im Wald und die Mumie eben aus dem Wald, beziehungsweise der Mörder, der sich als Mumie verkleidet, ist definitiv einer dieser Aspekte, die diesen Fall so besonders machen. Denn schon von Beginn an, vom ersten Auftritt der Mumie, wo sie sich umdreht auf dieser Hängebrücke und Conan und Ran einen Schock einjagt, beziehungsweise auch mir selber den Schrecken gebracht hat. Ja, ich habe mich wirklich erschrocken bei der Szene, als ich das erstmal gesehen habe als kleines Kind. Aber auch jetzt neulich, um das auch ehrlicherweise so zu sagen. Allein diese Szene, beziehungsweise dieser erste Auftritt, zeigt schon, in welche Richtung dieser Fall gehen soll. Dass dieser Fall mehr ist als ein einfacher Mordfall, sondern hier auch wirklich auch einige Horrorelemente seitens von Gosho ja mal eben mit eingebracht worden sind. Wir müssen uns doch einfach mal die Location anschauen, beziehungsweise den Ort, wo der Fall stattfindet. Wir sind hier in einer einsamen Hütte, mitten im dunklen Wald, mit jungen Leuten. Das ist ja eigentlich schon dann vorprogrammiert, dass hier in irgendeiner Art und Weise irgendein Gruselfilm stattfindet in dem Sinne, beziehungsweise ist halt einfach normalerweise, wir kennen es ja auch Hollywood technisch, so die perfekte Grundlage eben für so einen Horrorfilm mit Teenies etc. Ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall sieht man hier allein schon Horrorelemente hier stattfinden sollen und das hat Gosho Oyama definitiv geschafft, denn mit dieser Mumie hat er wirklich eine Figur geschafft, die mir als kleines Kind auch wirklich sehr, sehr viele schlaflose Nächte, nachdem ich diese Folge das erste Mal gesehen habe, gebracht hat. Ja, also ich hatte da wirklich auch ein bisschen Schiss gehabt als kleines Kind und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige, falls ihr das auch in eurem wirklich sehr, sehr jungen Alter gesehen haben solltet. Ich glaube, ich war da, was weiß ich, 4, 5 Jahre alt, 6 Jahre vielleicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall noch ein sehr, sehr kleines Kind und da hatte das wirklich schon einen ziemlich großen Impact auf mich gehabt. Diese Szenen eben mit der Mumie im Wald, gerade auch die Szene, wo die Mumie dann während dem Schlaf von Conan und Ran eben die beiden attackiert und Ran umbringen will. Allein diese Szene hat dafür gesorgt, dass ich während meines Schlafes immer noch gefühlt ein Auge offen hatte, um halt eben zu schauen, dass bloß die Mumie nicht in mein Schlafzimmer kommt. Also das ist auf jeden Fall schon mal so ein Aspekt gewesen. Dieser mysteriöse Mann, diese Mumie, die diesen Fall für mich so besonders macht, beziehungsweise einfach, dass dieser Fall so aus der Masse an Fällen eben heraussticht. Denn der Gruselaspekt kommt wirklich so gut rüber in diesem Fall, ja auch mit der Darstellung des Mordopfers, wo wir wirklich auch abgetrennte Körperteile sehen. Im Manga sogar den Kopf, der amputiert worden ist, ja, dass man da den Kopf auf dem Boden sieht etc. Das ist wirklich sehr, sehr krass von Gosho Oyama hier in Szene gesetzt, eben dieser Gruselfaktor, dieser Horrorfaktor, wodurch dieser Fall halt eben nochmal besonders hervorsticht. Denn es gibt ja schon einige Horrorfälle, sag ich mal, beziehungsweise wo diese Elemente eben vorkommen, aber für mich nicht in diesem heftigen Ausmaß wie damals, denn gerade auch der alte Zeichenstil von Gosho Oyama, beziehungsweise der alte Animationsstil von Detektiv Conan, bringt das Ganze nochmal besser zum Vorschein, beziehungsweise lässt diese Szene nochmal gruseliger, nochmal angsteinflößender, nochmal brutaler wirken, weil es halt einfach damals nicht so war, dass so viel, ich sag mal, family-friendly im Anime gemacht wurde, sondern damals wurde halt wirklich dann die Wahrheit so gezeigt, wie es auch eben im Manga von Gosho Oyama eben gezeichnet wird. Und das war halt wirklich sehr, sehr brutal und halt dann eben auch für jüngere Zuschauer auf jeden Fall halt auch brutaler, beziehungsweise halt einfach einprägsamer, wie halt eben in meinem Fall. Ja, aber es ist nicht nur die brutale, beziehungsweise
teilweise diese mysteriöse, diese gruselige Darstellung, die diesen Fall so besonders macht, sondern auch die Comedy-Elemente, also ein kompletter Kontrast, die diesen Fall für mich ganz besonders machen, beziehungsweise es gibt einfach Comedy-Elemente, an die ich mich heute noch aus diesem Fall erinnere, und zwar zum einen halt eben, wo Conan und Sonoko ran und diesem Fallcharakter da hinterher spionieren, beziehungsweise die beiden verfolgen, weil dieser Fallcharakter, das ist irgend so ein Typ, ich glaube, der hieß Masua oder so, dafür gesorgt hat, dass er gemeinsam mit Ranmuri unter einem Regenschirm im Wald eben spazieren gehen kann, und wie dann eben Sonoko und Conan den beiden so eifersüchtig da hinterher eifern, beziehungsweise denen so hinterher spionieren, fand ich einfach mega witzig, weil Sonoko wollte halt eben diesen Typen haben, und wir wissen ja alle, Conan aka Shinichi passt das natürlich gar nicht, wenn seine Geliebte ran mit irgendeinem anderen Typen da durch den Wald spaziert, und dieses Zusammenspiel dann halt eben von diesen Eifersuchtsanfällen von Conan und von Sonoko in diesem Fall, fand ich einfach mega witzig, auch wenn es nur eine wirklich kleine Szene war, hat mir so viel Spaß gemacht, und weil ich mich schon als kleines Kind da irgendwie kaputt gelacht habe darüber, wie die beiden den da hinterher spionieren, und es ist einfach sehr, sehr witzig, und ich finde das gerade auch so gut dann wieder von Gosho Oyama gelungen, dass er es schafft in so einem Fall, der wirklich punktet eben mit seinen Horroraspekten, mit seinen mysteriösen Aspekten, mit seinen angsteinflößenden Aspekten, dass dann halt eben da wirklich dann er auch noch es schafft, damit zu punkten mit Comedy-Aspekten, wie halt eben mit dieser Verfolgungsjagd, sage ich mal, halt von Conan und Sonoko in Bezug auf Ran und diesen Fallcharaktertyp. Und um noch ein weiteres Comedy-Element zu erwähnen, was mir auch noch bis heute im Kopf geblieben ist, ist diese Szene, wo Ran da durch die Räume geht, um halt eben den Raum zu suchen, den Sonoko bzw. die Schwester von Sonoko für sie und Conan bereit gemacht hat, und dort öffnet sie dann halt einfach Raum für Raum die Türen und sieht dann halt da wirklich einen nach dem anderen von den anwesenden Männern nackt, und wir wissen ja, das ist wieder so ein Comedy-Element von Gosho Oyama, denn der ist ja auch, was sowas angeht, ein bisschen, naja, besonders auf jeden Fall, aber die Szene fand ich damals auch schon äußerst witzig, und auch jetzt beim wiederholten Anschauen hat mir das Ganze nochmal super gefallen, gerade in dem Aspekt, weil ja auch diese Szene mit dem Türaufmachen und dem Sehen der Männer nachher in der Fallaufklärung auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird, weil das halt eben auch im Endeffekt der Grund dafür sein wird, dass die Mumie die ganze Zeit eben danach noch ran attackiert hat, beziehungsweise ran umbringen wollte, denn diese offene Frage, dieses Mysterium, warum ist eben dieser Mörder auf Ran abgesehen hat, obwohl sie ja nichts mit dieser ganzen Clique da zu tun hat, mit dieser Truppe, mit diesem Filmcast. Warum will der Mörder auf einmal Ranmuri umbringen? Das ist so eine offene Frage, die zieht sich durch den ganzen Fall und die sorgt auch nochmal für einiges an Spannung, und deshalb finde ich es umso geiler, dass diese Szene am Anfang, wo Ran eben durch diese Räume da geht, dass das im Endeffekt nachher der Grund dafür sein wird, dass der Mörder eben sie umbringen will, und das macht diese Aufklärung des Falles für mich auch nochmal so besonders, beziehungsweise auch nochmal so cool, weil sich dann diese Frage, die man sich völlig über den ganzen Fall stellt, und man denkt sich so, warum will diese Mumie Ran umbringen? Die wird dann da so offenbart, und dann denkt man sich so, oh mein Gott, warum bin ich nicht selber drauf gekommen am Anfang? Und diese Momente, dieses Aha, das habe ich heutzutage in Detective Conan, um auch einen Vergleich zu aktuelleren Fällen zu ziehen, richtig, richtig selten nur noch. Heutzutage ist es für mich mittlerweile einfach auch schon so geworden, dass ich viele Fälle schon durchschaue, während ich sie mir durchlese oder während ich sie mir eben anschaue, und damals war es halt eben so gewesen, dass die Fälle irgendwie noch eine gewisse Tiefe hatten und halt auch dafür gesorgt haben, dass es nicht so einfach war zu durchschauen, und gerade eben dieser Fall, die Mumie im Wald, ist dafür auch mal wieder ein super Beispiel, weil es ist schon an einigen Stellen etwas offensichtlich, aber man denkt sich die ganze Zeit so, es kann doch gar nicht sein wegen dem Körperbau etc. Deswegen ist einfach sehr, sehr cool damals gewesen, dass man noch so ein bisschen mitgefiebert hat, mitgeraten hat und dann halt eben diese Aufklärung wirklich dann auch so diese Aha-Momente zur Folge hatte, was die Mumie im Wald definitiv meines Erachtens nach geschafft hat, beziehungsweise auch bei dem normalen Zuschauer schaffen sollte. Ja, ansonsten muss man natürlich noch sagen, rein von dem Aufbau der Story, von der musikalischen Untermalung, von den Dialogen, aber auch von dem Fall an sich, von dieser mysteriösen Gestaltung, ist es einfach ein Meisterwerk von Gosho Oyama, dieser Fall, wodurch es mir immer wieder eine Ehre ist, diesen Fall mir anzuschauen, beziehungsweise es macht immer wieder Spaß, immer wieder ist es toll, diesen Fall zu sehen, diese Atmosphäre zu genießen, in die man da wirklich reingezogen wird von diesem Fall, weil er halt eben doch irgendwie Tiefe hat, weil es einen einfach in die Story mit reinzieht und weil man einfach Teil des Ganzen ist, beziehungsweise zu einem Teil des Ganzen wird. Das schaffen viele der moderneren Fälle meines Erachtens nach nicht, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass es eben auch einen großen Nostalgiefaktor hier meinerseits gibt, aber den kann ich hier einfach nicht ausblenden und muss einfach hier dann auch für mich persönlich zumindest sagen, dass dieser Fall im Vergleich zu moderneren Fällen so, so viel richtig macht, so, so viel perfekt macht, dass dieser Fall einfach für mich, auch für viele andere, einfach einen Legendenstatus hat und daher eben auch heute dieses Video dazu. Und damit würde ich sagen, hätten wir jetzt eigentlich auch einen ganz guten Bogen geschlagen zum Ende hier. Wie findet ihr den Fall Die Mumie im Wald? Hat er euch auch so sehr gefallen wie mir? Ist er für euch auch ein legendärer Fall oder sagt ihr, hey, das war nur ein ganz normaler Fall früher? Den habe ich zwar genossen, aber legendärer Fall, würde ich jetzt nicht sagen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ihr denn wollt. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.